Ja, ich bin in Biedenkopf, im schönen Hessen, im August 1937 geboren, habe da meine Schulzeit und auch einen Teil meiner Jugend verlebt. Habe dann, nachdem ich in der Schule mir ein Schachspiel, das war eine Aufgabe von dem Unterricht, ein Schachspiel geschnitzt hatte, das Licht steht hier vor uns, habe ich dann mit Schulkameraden versucht, das Schachspiel zu erlernen. Leider nicht in der richtigen Form. Erst wenn mein Vater dann aus der Gefangenschaft zurückkam, da konnte mir Schach richtig beibringen. So zum Beispiel auch ein ganz bestimmter Zug, dass man eine Rochade mit dem König nicht über ein Feld machen kann, was der Gegner beherrscht. Und bis dato haben wir das anders gespielt. Da konnte ich Rochade zu jeder Zeit machen. Das war aber nur zu den Spielregeln. Ja, dann bin ich beruflich 1960 nach Siegen gegangen, habe dort eine Stelle als Lagerist in einer Mineraliengroßhandlung übernommen und habe ich mich den Schachverein König Springer Siegen angeschlossen. Es gab damals in Siegen zwei Vereine, aber der König Springer war etwas kleiner und da dachte ich, da komme ich mit meiner geringen Spielstärke damals vielleicht besser zurecht. Dort habe ich dann, das war 1960, dort habe ich dann 1966 bin ich zweiter Vorsitzender geworden in dem Schachverein und habe dann schon kräftig mitorganisiert. Die haben nämlich sehr viel Turniere ausgeführt. Einmal meistens sogar internationale Schachturniere, Mannschaftsturniere. Und das erste war im Gasthof Bürger in Siegen. Und zwei andere Turniere fanden im kleinen Saal der Siegerlandhalle statt. Der Verein König Springer selbst war sehr rührig. Er ist unter anderem auch zu vielen Turnieren hingefahren, hat dort auch gute Ergebnisse erzielt. Einmal sogar in Euben, in Belgien, haben sie den ersten Preis erzielt in einem Turnier, das hieß Turnier des Freundschaft, der Freundschaft und des guten Willens. Dort haben sie den Sieg und den Pokal der Ostkantone gewonnen. Das war dann das Vereinsleben bis zu dem Zeitpunkt, wo ich dann auch Spielleiter wurde im Schachbezirk Siegerland. Und dort hatte ich dann Gelegenheit, die einzelnen anderen Vereine kennenzulernen mit ihren Spielern. Und das hat mich dann auch dazu gebracht, dass ich zum Beginn dann hinterher die Schacholympiade, wie die geboren wurde, da ich dann zufällig dann dabei war in meiner Funktion als Spielleiter vom Schachbezirk Siegerland. Ja, mein Name ist Reinhard Radke. Ich bin wie Heinz Feurig 1937 geboren. Ich lebe seit 1947 im Siegerland, wenn ich mal von kurzen Unterbrechungen absehe. Geboren bin ich in Schlesien und durch die Kriegsereignisse dann ins Siegerland gekommen. Ich lebe also inzwischen länger im Siegerland als die meisten Siegerländer. Fühle mich auch so gut zu Hause hier. Das Schachspiel habe ich zunächst mal von meinem Vater gelernt. Ich habe dann hier in Siegen das Gymnasium besucht und dort hatten wir einen Mitschüler, der war ein starker Jugendspieler damals, der organisierte ein Turnier. Und an dem Turnier habe ich teilgenommen und auch ganz gut abgeschnitten. Und da sagte der, ja, wenn du so gut Schach spielst, dann wäre es doch zweckmäßig, dass du auch in den Verein kommst. Und so stieß ich damals zu dem Verein. Heinz Feurig schilderte vorhin, es gab in Siegen zwei Vereine. Der Verein hieß damals Schachfreunde Siegen Weidenau, hat sich dann später umbenannt in Schachfreunde Siegen, weil Weidenau zu der Zeit noch nicht zu Siegen gehörte. Ja, das war 1954, als ich in diesen Verein beitrat. Das sind also jetzt inzwischen 66 Jahre, zwei Drittel Jahrhundert, die ich organisiert Schach spiele. An der Schacholympiade war ich organisatorisch zwar auch beteiligt, aber längst nicht so intensiv wie Heinz Feurig. Ich bekam nämlich damals keinen Urlaub. Ich war junger Lehrer und als Landesbeamter bekommt man nur Urlaub, wenn man selber an einer Olympiade teilnimmt. Zumindest waren damals die Regelungen so. Und deshalb konnte ich immer nur helfen, abends, wenn Partien nachgespielt, korrigiert oder für die Veröffentlichung vorbereitet wurden. Ja, ich sag mal, insgesamt war es vielleicht eher ein Zufall, dass das alles, das Geschehen nachher so ablief, dass die Schacholympiade nach Siegen kam.
Es war damals der Schachverein Buschütten, der führte die deutschen Mannschaftsmeisterschaften 1967 in Buschütten aus. Und er hatte zu Gast geladen einmal den Chairman der Veranstaltung, das war der Landrat Weller. Dann waren zugegen der Konsul Däne, das war der Präsident des Deutschen Schachverbandes, des Deutschen Schachbundes, muss ich sagen. Und Willi Fohl, das war der Spielleiter des Deutschen Schachbundes. Die waren zugegen und saßen da gemütlich beim Essen. Und da wurde der Konsul Däne wurde zum Telefon gerufen. Und naja, gut, wir waren dann weitergegessen und er kam dann zurück, Konsul Däne, und sagt zu seinem Freund Willi Fohl, sagt er, hör mal Willi, denk mal an die Ungarn, die die Schach im Jahre 1970 eine Option auf diese Durchführung hatten. Die haben die Option zurückgegeben, jetzt soll ich auf die Schnelle hier irgendjemand suchen, der in Deutschland die Schach im Jahre durchführt. Da, wie soll das dann so schnell gehen? Und dann sprach Norbert Schulte auf und sagt, zog den Zeigefinger, das machen wir im Siegerland. Ne? Und das war an sich so mal, ich weiß nicht, ob es ganz ernst gemeint war, vielleicht, aber Norbert Schulte war durch und durch einer, der sich mit Schachorganisation auskannte und hat das gewiss nicht nur aus Scherz gesagt. Na gut, es ging dann weiter. Konsul Däne frug, hat er denn überhaupt eine Möglichkeit, so ein großes Turnier durchzuführen? Und da kam dann Norbert Schulte natürlich direkt auf die Siegerlandhalle, die kurz vorher fertiggestellt worden war. Und frug der Konsul Däne, Landrat Schmidt, wie sieht es denn aus, können wir das denn mal besichtigen? Und da sagte Schmidt, sagte dann, ja gut, da rufe ich den Oberbürgermeister von Siegen in Althaus an, der will mal wo an die Schlüssel kommen und dann fahren wir eben dahin und sehen uns das an. Und da sind wir allesamt zur Siegerlandhalle gefahren, haben uns das angesehen, die Räumlichkeiten und so weiter. Und da sagte der Konsul Däne, ja, das wäre natürlich etwas, was dafür in Frage käme. Aber da waren die zweite Schacholympiaden noch nicht in Siegen. Ne? Wir wurden dann beauftragt, uns Gedanken zu machen, Kostenpläne zu erstellen, was ja alles dazugehörte. Herr Konsul Däne wollte sich selbst bemühen, innerhalb des Schachbundes, dass man Siegen zustimmen würde. Und ansonsten war natürlich eine Sache, die war von uns sehr von Vorteil, dass der Landrat Schmidt offensichtlich direkt auf das Boot gesprungen war. Er sah die Chance für Siegen und Siegerland insgesamt, dass da ja etwas gemacht wurde, was Siegen weit über die Grenzen von Deutschland hinaus bekannt machte. Nun, wir haben uns dann öfters zusammengesetzt, wir haben einen Plan entworfen, wie wollen wir das machen. Wir haben Kostenpläne, jeder hat für sein Ressort errechnet, was es kosten könnte. Kam ein schönes Sümmchen hinterher zusammen und das haben wir dann versucht, auf irgendeine Weise zusammenbekommen. Der Landrat Schmidt, der hatte gute Beziehungen in Bonn. Er hat in Bonn sich stark gemacht, dass die Bundesrepublik einen Teil der Kosten übernimmt. Ach so, ich muss noch sagen, wir hatten errechnet, könnte etwa die Schacholympiade könnte etwas um 750.000 Mark kosten. Und da kam der Landrat Schmidt von Bonn zurück und sagt, ja gut, der Bund übernimmt 250.000. Dann ist er weitergefahren nach dem Landrat Westfalen, hat mit dem konferiert. Und da kam vom Land Nordrhein-Westfalen auch die Zusage über 250.000. Und da sollte sich die Stadt Siegen jetzt, die restlichen 250.000, sollte die Stadt Siegen und der Kreis Siegen sich teilen. Der Landrat Schmidt war das scheinbar kein Problem, er hatte seine Leute hinter sich, sagte, bei uns ist alles klar, wir machen das. Aber Herr Althaus, der kam aus einer Sitzung, wo das beschlossen werden sollte, kam er zurück und berichtete, ja, tut mir leid, meine Fraktion steht nicht hinter mir, es ist zu teuer, es ist zu unsicher, man weiß nicht, was auf uns zukommt und so weiter. Und da wäre die Sache fast vorbei gewesen. Und da haben wir uns vom Organisationsvorstand, den wir ja zwischenzeitlich gegründet hatten, und anderen Leuten aus dem Bezirk, erfahrene Spieler, haben wir uns also hingesetzt und haben unter der Leitung, muss ich auch noch sagen, war damals Martin Holzapfel, war von dem Landrat Schmidt freigestellt worden. Er war vorher Jugendleiter des Landkreises Siegen, Herr Holzapfel, freigestellt worden für die Schacholympiade, um dort als Geschäftsführer tätig zu sein. Und unter Leitung von dem Herrn Holzapfel haben wir anderen alle zusammen einen fünfseitigen Brief
an die Stadt Siegen entworfen. Den Brief wurde jedem Stadtverordneten zugesandt mit der Bitte, das also alles nochmal zu überlegen. Und das, was wir jetzt errechnet und auch Ihnen mitgeteilt haben, ob das nicht genügen wird, und dann doch der Sache mit der Schachenplatte hier für Siegen zuzustimmen. Und das haben die dann gemacht, denn es war sehr ausführlich, das ganze Geschehen mit Kostenrechnungen, was die Wirtschaft, die Gaststätten und was weiß ich, wer alles, weil der alles dann verdient und was dadurch die Stadt und Land ja auch steuermäßig auch wieder ihre Vorteile hätten. Ne? Sodass das, was da eingesetzt worden ist, die Hälfte des 250.000 auf jeden Fall dicke wieder rauskommt. Ja, wir sagen zwar Schacholympiade, aber bei Olympiade denkt man natürlich an den Rhythmus, der im alten Griechenland herrschte und der dann ja auch 1896 bei der Wiederaufnahme der Olympischen Spiele eingeführt wurde, nämlich Vierjahresrhythmus. Der ist beim Schach nicht gegeben, sondern ein Zweijahresrhythmus, der dann auch zwischendurch hin und wieder mal unterbrochen werden musste durch Kriegswirren und so weiter. Das ist das eine. Der zweite große Unterschied der Schacholympiade gegenüber den Sommer- und Winterolympiaden ist der, dass bei Schacholympiaden Mannschaften antreten. Keine Einzelspieler, es gibt keinen Einzelwettbewerb. Am Ende gibt es eben nur einen Sieger. Der war übrigens nur nebenher gesagt bei der Schacholympiade in Siegen, die Sowjetunion. Insgesamt waren an der Schacholympiade hier in Siegen 60 Nationen beteiligt. Ich glaube, da kann der Heinz ein bisschen mehr erzählen. Es waren anfangs, glaube ich, 65, aber einige hatten ihre Beiträge nicht bezahlt oder sich zu spät gemeldet. Und dann kam man auf die Zahl 60, die auch sehr angenehm war, weil man dann eben sechs Vorgruppen A10 Mannschaften und später fünf Endgruppen A12 Mannschaften bilden konnte. Mit der Zahl 61 wäre es ein bisschen schwierig gewesen. Also 60 Mannschaften, Nationen haben hier teilgenommen, darunter einige, die es heute gar nicht mehr gibt. Zum Beispiel Jugoslawien, die auch noch Dritter wurden. Oder die DDR, die ja inzwischen in der Bundesrepublik aufgegangen ist, spielte damals mit der eigenen Mannschaft hier in Siegen. Zu einer Mannschaft im Schach, bei der Olympiade, gehören sechs Spieler, die offiziell gemeldet sind und dann immer eingesetzt werden. Aber es werden beim einzelnen Kampf nur vier eingesetzt, sodass also am Ende so ein Mannschaftskampf 4:0, 3:1, 3,5 zu 1,5 ausgehen kann. Aber so ein Ergebnis wie im Fußball, weiß ich, 8:0 oder 7:1 oder sowas gibt es da halt dann nicht. Gewertet wird am Ende, wer die meisten Brettpunkte, nicht Mannschaftspunkte, erzielt hat. Wenigstens bei der Schacholympiade. Und damals in Siegen und auch noch in den 70er Jahren traten nur Männermannschaften an. Wobei durchaus auch Frauen hätten mitspielen können. In Siegen war, soweit ich weiß, keine einzige Frau dabei in den Männermannschaften. Aber es gab keine eigene Frauenolympiade. Das wurde erst in den 80er Jahren eingeführt. Seit den 80er Jahren gibt es also auch eine im Rahmen der Gesamtolympiade einen Frauenwettbewerb, Damen untereinander. Ja, wir wussten ja nur, wie viele Mannschaften kommen würden. War also bekannt, was wir brauchten an Leuten, die in einzelnen Funktionen tätig werden sollten. Es gab da einmal den Begriff Beobachter. Das war der Schachspieler, der die Partien der einzelnen Schachspieler, die an dem Turnier teilnahmen, mit aufschreiben mussten. Denn es war nicht nur so, dass die Partien von den beiden Spielern, die mussten ja auch ihre Partie aufschreiben, aber es wurde von uns mit aufgeschrieben, weil wir die Absicht hatten, dass wir das, was gespielt wurde, schon am nächsten Tag als eine kleine Ausgabe in einem etwa 30-seitigen Heftchen, dass wir das auslegen konnten, in den Verkaufsraum hier, den wir da aufgebaut hatten, im Siegerland-Foyer. Da konnte also jeder, der wollte, sich am nächsten Tag ansehen,
was am Vordach gespielt worden ist. Ne? Da mussten also vorneweg schon mal 60 dieser Beobachter waren notwendig, um die einzelnen Partien von den vielen Mannschaften und den Spielern dazu aufzuschreiben. Dann wurden diese aufgeschriebenen Partien von den Beobachtern, die wurden abends, denn die Spiele dauerten oft bis 19 Uhr abends, ne, wurden die abends nachgespielt, auf Richtigkeit geprüft. Ne, und von dort gingen die dann, wenn sie richtig aufgeschrieben waren, wurden sie auch noch auf Papier geschrieben. Das ging dann in eine Druckerei und da war ein anderer weiter Schachfreund aus dem Siegener Schachverein, Herr Bolde, war für die Druckerei zuständig. Der sorgte dafür, dass das alles dann reibungslos verlief, dass wir am nächsten Tag diese Partien auch draußen in einem kleinen gebundenen Heftchen bekommen konnten. Das waren die Beobachter und die Sachen, die dazugehörten, um die Partien zu drucken. Dann waren Spieler wie auch Helfer, waren im ganzen Siegerland in verschiedenen Hotels und zum Beispiel auch in der Jugendherberge oben am Giller, waren die untergebracht. Dazu hatten wir, das hatte Martin Holzapfel hatte das damals wohl in die Wege geleitet, hatten wir vom VW-Werk 16 Buschen zur Verfügung, kostenlos. Und dazu brauchten wir also auch entsprechende Fahrer. Es ging nicht nur darum, die 16 Busse, die waren den ganzen Tag dann praktisch unterwegs. Ne? Und manche der Helfer konnten nur vormittags, die anderen nur nachmittags. Wir mussten also ganze Anzahl mehr Fahrer haben, als wir jetzt für die 16 Busse, das hätten nicht genügt. Ne? Das waren die Fahrer für die Busse. Dann hatten wir vor, die Partien, die unten gespielt wurden, zumindest einige wichtige, dass wir die übertrugen, oben im kleinen Saal der Siegerlandhalle, durch einen Projektor an die Wand. Da konnten wir also Kaffee trinken, rauchen, das war damals noch erlaubt. Während Kaffee trinken und rauchen konnte man dann sehen, wie die Spieler unten gespielt haben. Ne? Dazu braucht man auch wieder Leute, nämlich solche, die von dem Tisch, wo gespielt wurde, dann eben an den Rand des Saales liefen, dann per Handy, ja, gab es damals noch nicht, aber hier durch ein Sprechgerät, das nach oben den kleinen Saal durchgaben, hören wir, der Tischnummer sowieso, der hat so eben gerade so E4, E5 gezogen, ne? Das wurde dann oben von einem weiteren von unserem Schachverein, Günter Wunderlich, der hatte die Leitung dieser Gruppe unter sich, wurde der Zug vollzogen, da konnten alle sehen, aha, der Bobby Fischer hat jetzt den und den Zug gemacht, ne? Ging ihm auf einen Raum durch den Saal, denn jeder hat sich ja vorher Gedanken gemacht, was wird er denn jetzt ziehen auf des Gegners. Ja, das waren also insgesamt, kann ich das mal so anführen, waren es also etwa 146 Schachspieler waren aus unserem Bezirk, Schachbezirk Siegerland, die ich so nach und nach rekrutiert hatte, hatte also die Aufgabe, die einzelnen Vereine zu besuchen, das mit den Mitgliedern durchzusprechen, dann ist das und das wird erwartet, das muss man können und so weiter. Und da hatte ich aus unserem Bezirk, wie gesagt, 146 Spieler. Ich hatte aus den Nachbarbezirken, die zum Schachbezirk, zum Schachverband Südwestfalen gehören, das war Aachen, Lüdenscheid, Iserlohn, naja, Wetter, das waren so die größeren Vereine, die dort beheimatet waren. Da waren es 58 Spieler, die sich zur Verfügung gestellt hatten. Immer unterschiedlich, nicht alle drei Wochen. Der eine konnte, wie gesagt, an dem Tag, der andere konnte eine Woche, der konnte nur Samstag, der nur sonntags. War also eine große Aufgabe, das alles dann unter einen Hut zu bekommen. Ne? Und aus dann kamen noch etwa 30 Personen, die kamen aus ganz Deutschland. Ich hatte welche aus Augsburg, aus Ulm, Münster, Xanten hatte ich eben erzählt. Ich habe gesagt, von A bis X hatten wir Leute aus Deutschland. Die habe ich natürlich selbst nicht rekrutiert. Die kamen aufgrund von Mitteilungen. In Deutschland gab es ja auch damals Schachzeitungen. Dann und dann findet die Schachen wird. Da kamen also dann Briefe an mich. Wie sieht's aus? Kann ich helfen? Ich nehme mehr Urlaub und so weiter. Und das waren dann auch nochmal insgesamt 30 Personen. Das waren also doch jeden Tag so etwa so 120 bis 130 Personen, die gebraucht wurden, die wir an allen möglichen Ecken und Kanten eingesetzt haben. Man kann sagen, dass
die Bevölkerung in Siegen schon einen großen oder relativ großen Anteil genommen hat an der Schacholympiade. Zum Beispiel hatten Siegener Geschäfte Schachaufgaben ausgestellt. Da wurde ein Schachrätsel veranstaltet. Da waren auch Preise ausgesetzt worden. Der erste Preis war sogar noch ein VW Käfer. Und einer unserer Schachfreunde gewann den auch noch. Der hatte noch nie mal einen Führerschein, war schon damals über 50 und musste daraufhin, machte den Führerschein, um dann das gewonnene Auto auch selber bewegen zu können. Das war der Schachfreund Heinz Kreis, einer unserer besten Spieler, der einzige Spieler aus dem Siegerland, der je an einer deutschen Meisterschaft teilgenommen hat. Ja, insgesamt wurde also die Schacholympiade schon ganz gut angenommen. Es waren ja auch eine ganze Reihe weiterer Veranstaltungen. In der Siegerlandhalle selber, ja, da war schon ein gewisser Andrang. Man kann sich ja vorstellen, zum Schach braucht man Ruhe. Es waren mehrere Reihen aufgestellt, in denen die Spieler sich befanden, die spielten. Und dazwischen, zwischen den Reihen, da gab es eben auch Gänge, wo die Zuschauer herlaufen konnten. Aber es wurde immer wieder um Ruhe, musste gebeten werden. Damals konnte noch geraucht werden. War natürlich dann auch ein gewisser Qualm in der Siegerlandhalle entstanden. Etwas dicke Luft. Ein Thema, das heute nicht mehr gegeben ist, denn inzwischen ist das Rauchen beim Schachspielen seit den 90er Jahren völlig untersagt. Also insgesamt wurde das schon ganz gut angenommen. Aber es ist natürlich nicht vergleichbar mit einem Fußballspiel oder mit der, weiß ich, der großen Zeit des TSV Siegen, wo die Siegener Damen ja mehrmals deutscher Meister wurden. Da sind natürlich viel mehr Zuschauer da ins Leimbach-Stadion gewandert. Wenn ich mich recht erinnere, waren das so summa summarum in den 3 Wochen etwa 40.000 Zuschauer, die gezählt wurden. Fußballspiel verkraftet die an einem einzigen Tag. Es waren insgesamt, hatten wir immer gedacht, es würden vielleicht 30.000 bis 35.000 Zuschauer kommen. Das ist also übertroffen worden. Und einen Tag war es ganz besonders, schlimm darf man ja nicht sagen, wir waren ja froh darüber. Aber da spielte Bobby Fischer gegen Spassky, hatten die ihre Partie. Und da war so ein Andrang da, dass wir sogar die Zuschauer nur stundenweise zusehen lassen konnten. Ne? Da haben wir also Eintrittskarten verkauft, die für eine bestimmte Stunde gingen. Ne? Und da waren dann immer eine große Traube von Menschen, die guckten dazu und die mussten aber das Feld wieder räumen nach. Und da war natürlich auch so, wo man sagt, da gab es natürlich auch ein bisschen Gemurre und so weiter, aber es musste so sein. Es waren einfach zu viele, die zumindest die Kontrahenten mal sehen wollten. Ne? Also Zuschauer, insgesamt war man zufrieden mit der Anzahl der Leute, die insgesamt da waren. Es wurde vorhin ja schon erwähnt, dass diese Partie Spassky gegen Fischer heiß begehrt war, alle wollten die sehen. Man muss also dazu sagen, Spassky war der aktuelle Weltmeister. Fischer war derjenige, der damals aufstrebend war und dann 2 Jahre später auch tatsächlich gegen Spassky Weltmeister wurde. Aber hier in Siegen hat Spassky gewonnen. Dann gab es einmal auch einen gewissen Problemfall, nämlich ein Kampf Südafrika gegen Albanien fand nicht statt. Albanien gehörte zum Ostblock damals und die wollten wegen der Apartheidspolitik gegen Südafrika nicht antreten. Und da musste beratschlagt werden, was wird gemacht. Der Kampf wurde dann 4:0 für Südafrika als gewonnen gewertet. Und eine ganz interessante Geschichte am Rande ist auch noch die folgende. Die Russen, UdSSR, waren im Kaisergarten untergebracht. Das war also relativ nahe hier. Wurden dann zur Partie rangebracht. Die Partien begannen, soweit ich mich erinnere, um 14 Uhr, Heinz. Ja, 14 Uhr. Ja. Und bei einem Kampf Russland gegen Spanien kamen die nur mit 3 Mann. Da hatte einer, nämlich Kurt Schneu, Weltklasse-Spieler, sehr bekannter Mann, verschlafen. Und er hatte so verschlafen, dass er nicht mehr rechtzeitig ans Brett kommen konnte. Russland gewann dann diesen Kampf nur, in Anführungszeichen, 3:1. Und da aber in der Gruppe Spanien Zweiter wurde und der Kampf des Ersten gegen den Zweiten übernommen wurde, hat dann Russland 2-mal gegen Spanien praktisch nur in Anführungszeichen 3:1 gewonnen. Und interessant ist auch noch,
Man hatte damals gemunkelt, der Kortschneu, der sei übergelaufen. Das war ja auch immer noch so ein Thema. Bleibt nicht einer hier? Das hatte sich zwar nicht bewahrheitet, aber 2 Jahre später hat der Kortschneu tatsächlich den Weg aus dem Ostblock in den Westen genommen und ist Schweizer geworden. Inzwischen ist er allerdings verstorben vor 4, 5 Jahren. Also Kortschneu war einer der Weltklasse-Spieler der russischen Mannschaft damals. Ja, das Turnier war zu Ende. Es gab zum Schluss noch eine riesengroße kaltes Buffet im Foyer der Siegerlandhalle. Das war das, was zum Schluss noch passierte. Und dann aber, muss ich sagen, dann war auf einmal die Schacholympiade, noch bevor es Buffet gab, die war auf einmal zu Ende. Ne? Und das hat mich ein bisschen überrascht, weil ich hatte mir sich viel mehr vorgenommen, mal mit Spielern zu sprechen, mal Fotoaufnahmen zu machen und so. War alles nicht möglich. Man ist in der Arbeit, die man zu tun hat, jeden Tag ist man untergegangen. Und wie gesagt, auf einmal war Schluss und alles war vorbei. Ja. Es ist einmal so gewesen, dass viele der Spiele, die benutzt wurden, an Schulen im Umkreis abgegeben wurden, sodass also da die Schulen, wenn sie wollten, konnten sie dann auch mal ein bisschen dort Unterricht geben oder auch, es wurde auch an Vereine gegeben in der Umgebung. Und ich muss sagen, obwohl das direkt nicht offensichtlich war, es war aber so, ich sagte ja eben schon, ich war auch Spieler da vom Schachbezirk. Ich weiß nur eins, dass bis dato die Ligen, in denen gespielt wurde, das war die Bezirksliga, die Kreisliga und die Kreisklasse. Das waren insgesamt nur 4 Klassen mit insgesamt etwa 30 Mannschaften. Und ich weiß nur, dass ich als Spieler da damals immer aufstocken musste. Ich habe zunächst anstatt eine Kreisklasse, 2 Kreisklasse Nord und Süd gemacht. Dann habe ich aus der Bezirksklasse noch eine Bezirksliga gemacht. Und es war nachher tatsächlich eine ganze Ecke mehr Leute, die am Schachspiel beteiligt waren wie vorher. Ob es nur allein durch die Schacholympiade gekommen ist, ob es durch die Spiele gekommen ist, die mir in die Schulen gegeben haben. Ich weiß nur, das Endergebnis war so, dass ich tatsächlich die Anzahl der organisierten Spieler sich ganz gewaltig erhöht hat. Und wenn ich da einfügen darf, auch spielstärkemäßig machte sich das schon etwas bemerkbar. Also unser Verein spielte damals in der NRW-Liga und wir bekamen unter anderem einen Schachfreund, Papa Postolo, ja, der an der Schacholympiade für Griechenland spielte und der dann mehrere Jahre bei uns im Siegner Schachverein Spieler war, am zweiten, dritten Brett, war ein relativ starker Spieler. Oder wenn ich auch daran denke, dass unser Schachfreund Döner damals zu uns stieß, der kam allerdings von 68 nach Siegen, aber wie er betonte, Professor an der Hochschule, wie er betonte, hat er sich Siegen ausgewählt als Ort, wo er dann tätig werden wollte, weil die Schacholympiade damals 68 schon für Siegen avisiert war. Also wir hatten schon eine relativ starke Mannschaft damals und spielten viele Jahre auf NRW-Ebene ja, eine mittlere bis gute Rolle.